Willst du mich verarschen? Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum dritten Part von Little Nightmares. Ich leider immer noch ein klein wenig angeschlagen. Ich hoffe doch, dass das nicht so schlimm ist oder dass die letzte Aufnahme nicht so schlimm war. Leider kann ich nicht versprechen, dass ich nicht noch ein bisschen rumhuste oder die Nase hochziehe, keine Ahnung. Aber ja, es wird langsam besser. Es wird langsam besser. Was haben wir denn da? Wollen wir mal nachschauen, was das ist? Hallo? 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 Okay. Ey, wieder so ein Spitzkopf. Warte, kleiner Mann. Ich habe auch mal den Mauszeiger ausgeblendet. Ich nehme an, dass das einigermaßen angenehmer ist zu spielen. Also beziehungsweise zuzugucken. Was haben wir denn hier? Ich kann da nicht richtig reingucken. Aber da haben wir auf jeden Fall noch so eine Laterne. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das bringt, die anzuzünden. Aber, oh. So. Aber, ja. Wir werden es schon noch herausfinden. Noch einen kleinen Schluck vorher nehmen. Ah, lecker. So, okay. Kann das sein, dass das Save Points sind? Dass wenn ich sterbe, dass ich hier wieder herkomme? Kann das sein? Sag doch mal was. Ein Buch. Da will ich nicht hoch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal die Treppe weiter nach oben. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Was haben wir da? Schon wieder eine Tür? Ich nehme an, dass wir hier nichts großartig machen können, oder? Hallo? Nee. Na dann. Aber ich merke, es ist wirklich schon einiges besser, auch meine Hals und so. Ich meine, gestern habe ich gehustet, das war nicht mehr normal, was da alles vonstatten ging. Okay. Ich finde es auch cool, wie der so animiert ist, wie der so da oben reingeguckt hat, gerade eben. Habt ihr das gesehen? Oh, das bin ich. Okay. Was haben wir hier im Bad? Oh, ein riesiges Ankleidezimmer. Ein paar Pantoffeln und ein Loch in der Wand. Oh, was haben wir hier? Ein Hebel. Wollen wir den mal betätigen? Ich nehme an, dass wir fast diesen Koffer dahin schieben müssen. Komm mal mit. So. Ja, tut mir leid. Aha. Was? Was ist das? Was war das? Langsam, 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 Mann, nicht so schnell. Was war das gewesen? War das überhaupt im Spiel oder draußen auf der Straße vielleicht? Ein Schloss, wir kommen da nicht rein. Okay. Müssen wir da... Nee, da können wir nicht hoch, oder? Ich glaub's nicht. An diese kleinen Ecken, da kann er sich nicht richtig festhalten. Eine Vase? Ich will die kaputt machen. Komm mal her. Und... Aber da war nichts drin. Okay, also wir brauchen den Schlüssel für die Tür, wenn ich das richtig verstehe. Hier haben wir ein paar Sachen, wo wir kaputt machen können. Ah, nicht da hoch springen. Als ob da. Aber den riesen Koffer, den konnte er schieben, weißt du? Aber das geht natürlich nicht. So, mal gucken. Auch kein Schlüssel. Nee. Ah, guck mal da oben. Da oben leuchtet der Schlüssel.
Da. Ja, dann müssen wir da hoch. Wie machen wir das denn am besten? Dann war das ja mal gar nicht so falsch, dass wir das Bett darunter geholt haben. Ich nehme an, dass wir hier hochklettern müssen. Genau. Sehr schön. Guck mal, hier sind kleine Fotos von den Spitzköpfen. Nein, auf dem Bett fallen. Oh. Das war knapp. Mal schnell kratzen. So, bevor wir weiterklettern. Okay, guckt euch mal das an, das Bild hier. Okay. Nein. Was? Gestorben? Nee. Nicht dein Ernst. Verdammt. Okay, wir sind aber wieder hier. Oh, jetzt müssen wir den Koffer wieder dahin schieben und das Bett wieder runterlassen. Aber dann hören wir wenigstens gleich, ob das Geräusch, was wir vorhin gehört haben, ob das im Spiel war oder bei uns hier ist, auf der Straße gerade da unten eine Baustelle oder ob das jetzt von da kam. Kann ich nämlich manchmal nicht so unterscheiden. So, und... Nee, also... Das ist... definitiv im Spiel gewesen. Wie muss ich denn? Muss ich ernsthaft? Und jetzt? Ja, ist mir scheißegal, machen wir so. Da haben wir eine Papierrolle, da oben haben wir nochmal so eine Dings, Mann. Nimm die. Ja. So. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob das Ding in die Tür reinpasst, oder? Wollen wir das machen? Ah, das geht. Wir kriegen die Tür auch so auf. Eieiei. So ein blöder Reizhusten ist das. Oh, ist ja mega gut animiert zum Teil. Jetzt nimm den Schlüssel. Blödes Ding. So. Wie der läuft. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, ein kleiner Affe. Ja, ist ja gut. Hör doch auf. Ja, nee, ist klar, oder? Das war jetzt nicht mal Absicht gewesen. Ist da was drin? Nee, gell? Da ist nichts drin. Das war jetzt nicht mal Absicht. Okay, irgendwie... Wahrscheinlich müssen wir den wieder mitnehmen. Jetzt noch so eine coole Fahrstuhlmusik hier einblenden. Vielleicht mache ich das sogar. Ding, 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 ding. Mal verstecken, man weiß nie, was hier reinkommt. Okay. Also ich muss zugeben, also wahrscheinlich befinden wir uns ja auf einem Schiff oder so, nehme ich an. Weil es schwankt halt auch. Dass es hier relativ ruhig ist, muss ich fast zugeben. Bis auf diese eine komische, diese Missgeburt mit den langen Armen. Was ist denn hier los? Oh, der hat wieder Hunger. Ja, dann müssen wir uns beeilen. Kannst du die Ratte essen, kleiner Mann? Ah.
komm, das schaffst du noch. Hast es nicht mehr weit. Irgendwo gibt es sicher was zu essen. Ist das ein Mann oder ein... Also ist das ein kleines Männchen oder ein Mädchen? Ich weiß es gar nicht. Du schaffst es. Oh, ist hier richtig schl... Oh. Hä? Blutet das sogar? Da! Bei den Ratten. Ein Stück Fleisch. Na los. Nimm's. Nimm's dir. Oh. Heieieiei. Oh, Leute. Okay. Was ist das denn? Hey, das kam jetzt echt total unerwartet. Komm schon. Na los! Du schaffst das! Bam! Okay. Ist das eine Tür? Ich kann es gar nicht... Ah, man kann da durchschlitzen. Schlüpfen. Ich wollte da schnell mal gucken, wo das Vieh mit den langen Händen hin ist. Ich will da nochmal durch. Mach das Feuer aus, nicht, dass man uns sieht noch. Können wir den nicht befreien hier? Kleiner Mann. Ah, oh mein Gott, echt jetzt? Wir müssen den seinen Käfig benutzen, um da oben dran zu kommen. Aber wir müssen sogar, glaube ich, hier links rein. Oder? Kann das sein? Oh Mann. Ja gut, okay, aber dann gucke ich jetzt trotzdem erstmal links, was da hinten ist. Vielleicht gibt es da irgendwas zu holen, außer dass diese Laterne halt dort ist. Oh. Ja, schaffen wir den Sprung? Den schaffen wir, oder? Mit Anlauf. So, und nein, doch nicht. So. Okay, hier draußen gibt es anscheinend nichts zu holen. Nun denn. Ich glaube, wir müssen einfach nur länger dranhängen bleiben, oder? An dem blöden Teil. So, schauen wir doch mal. Komm schon! Hä? Jetzt bin ich sogar gerannt. Ah, verstehe. Benutzen und so schwingen und so springen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und können wir die einfach aufmachen, die Tür? Hallo? Hallo? Was ist, wenn der Typ jetzt wiederkommt? Hä? Was muss ich denn jetzt hier drinnen machen? Hier ist nichts. Wir sitzen in der Falle? Echt jetzt? Hä? Bin ich blöd? Was müssen wir denn hier machen?
Hier ist auch nichts. Hier auch nichts. Und da sind einfach nur diese Rohre, aber da kommen wir ja nicht hoch. Ah, verstehe. Hab schon gedacht, dass der Typ jetzt dann irgendwann gleich dann kommt hier. Nee, wir müssen darüber. Noch ein bisschen hoch. So. Und hier kannst du wieder. Nein. Nein. Oh, Leute. Das wird doch nicht richtig begriffen. Hm. So. Hier rüber, bitte. Ah, der kann wegen den Händen. Hä? Da kommt er nicht dran? So. Ah ja, man kann auch natürlich auch einfach rüberspringen. Hier können wir noch eine Kerze anzünden. Ganz cool. Oh, wow. Ah, eine Guillotine heißt das doch, oder? Das blöde Teil da. Dieses Folterinstrument. Der Franzosen, glaube ich, die haben das erfunden. Wenn es mich nicht ganz täuscht. Oh. Leise. Oh. Habt ihr das gesehen? Sieht er mich? Was ist das? Und jetzt? Psst. Nein! Psst. Nein! Na, du! Ja, guten Appetit. Okay, wir müssen wahrscheinlich ganz leise sein. Okay. Oh, genau jetzt müssen meine Augen drehen. Keine Chance, Mann. Fuck you. Fick dich! Duck dich! Nein! Oh, 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 Scheiße! Du Bastard, ey! Oh mein Gott! Mit seinen scheiß Armen geht er da rein! Nein! So ein Spast! Wollen wir es nochmal probieren mit durchrennen? Oh, oh mein Gott! Los! Na, ah, keine Chance. Ah, du Bastard. Ja, also wir schaffen das schon. Ich muss nur kurz ein bisschen probieren. Ah, das ist so blöd mit der. Ich habe so Probleme mit den kleinen Fingern von Shift auf Tab zu wechseln. Weil man kann ja auch, wenn man rennt, sliden. Also so richtig schön durch. So. Komm schon. Um die Ecke. Jonne, willst du mich verarschen? Ist der jetzt hier drin? Der ist nicht hier drin, oder? Ganz klar, wir müssen mit der Kurbel hier da aufmachen. Hört der uns? Oh. Tschüss. Oh. Hey. Boom, boom, was ein Adrenalinstoß hier. Huh. What the fuck? Ey, am Ende steckt er noch seine langen Arme hier rein. Oh, Scheiße, ey. Umso länger die Arme, umso kleiner der Pimmel. Okay.
Schuhe. Ja, cool. Da oben ist ein Eimer, da wäre ein Stuhl. Okay, los. Komm rauf. Kann mir das was anhaben, wenn ich hier oben bin? Was war das? Nein! Hoch! War das knapp! Scheiße! Ich schaff das niemals darüber, der ist ja viel schneller als ich. Und jetzt? Müssen wir überhaupt darüber? Ja, komm! Komm schon, das schaffst du! Hoch! Oh, perfekt, Leute! Geschafft! Huh, was war das? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Will ich auch nicht wissen. Was zum? Okay, Leute, ich glaube, jetzt geht's langsam erst richtig ab hier. Willst du mich verarschen? Wo kam der denn jetzt? Machen! Verpiss dich! Wo geht's lang? Als ob! Duck dich, du Bastard! Nein, der kommt hier nicht rein! Oh, du Bastard! Jo, ganz sicher! Jetzt muss ich mit dem Hurensohn auch noch da hochfahren! Der scheint Kopfschmerzen zu haben. Ey, verpiss dich! Verpiss dich! Spitzkopf! Ja, los, lauf dem nach! Hey, ist nicht normal! Hey, ich dachte voll, der kriegt uns. Yes! Okay, meine Lieben, ich glaube, das ist genug erstmal für heute. An dieser Stelle bedanke ich mich an euch. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der dritte Part von Little Nightmares gefallen und ihr schaltet auch beim vierten Part wieder ein. Hey, bester Part ever, muss ich fast sagen. Also wirklich gut. Richtig Spannung hier. Und dann wünsche ich euch sonst noch einen schönen Tag und haltet die Ohren steif, Leute. Ciao.